Herzlichen Glückwunsch, Armin, zum Geburtstag, auf das du noch viele, viele Filme machen wirst. Ich heiße Armin Maywald, bin 1,82 Meter groß, Schuhgröße 42. Einen Beruf habe ich auch, ich mache Filme. Es gibt aber auch Leute, die sagen, das sei gar kein Beruf, sondern ich hätte mein Hobby zum Beruf gemacht. Stimmt auch irgendwo. Und warum mache ich das Ganze für Kinder? Tja, Kinder sind neugierig und sie sind ein rigoroses und gleichzeitig dankbares Publikum. Vielen, vielen Dank. Und das finde ich eine Herausforderung. Anders als Kinder gehen Erwachsene häufig an Details vorbei, ohne sie zu bemerken. Kinder sind da neugieriger, die gucken genauer hin. Mund unter die Nudel, Wäscheklammer auf, klasse und nicht mal bekleckern. Komm, kriegst du Busse. Oh, ich liebe Filmhelden. Am liebsten habe ich Cowboys und Indianer. Bequem? Ja, super bequem. Hätte ich vor 5000 Jahren in der Jungsteinzeit gelebt, hätte ich keinen Kleiderschrank gehabt und ganz andere Sachen getragen. Vielleicht ist es so gewesen. Vielleicht. Das ist meine Tochter Johanna. Und das bin ich, ihr Papa. Johanna und ich, wir sind beide in Köln geboren. Aber als ich so alt war wie Johanna, sah es hier in Köln ganz anders aus. Also, wie lebten wir Kinder von damals in Trümmern? Wie waren wir zum Beispiel angezogen? Wir hatten keine Hefte, es gab keine. Ich hatte so eine Nottafel. Früher, als ich Kind war, gab es keine Eisenbahn. Jetzt kann ich mir zwar eine Eisenbahn kaufen, aber nicht die Zeit, irgendwas damit zu machen. Ab jetzt sind wir auf Tour und erzählen Geschichten von unterwegs. Aber wo geht's hin? Also sind wir gelaufen, geschwommen, balanciert, geflogen und immer wieder gefahren, stundenlang. Das soll die Seitenwand für ein Auto werden. Ist aber noch ziemlich labbrig, das Blech. Das ist ein ganz besonderes Stück. Da kommt der Flügel dran. Das dauert ungefähr eine Woche. Eigentlich eine ganz, ganz blöde Frage. Sag doch mal, wie das kommt, dass das Geschenkband sich ringelt, wenn man da mit der Schere dran vorbeigeht. Voilà. Gibt's Träume? Wunsch vielleicht, so lange zu arbeiten, wie es geht. Denn mit dem, was ich mache, bin ich zufrieden.